einmal. Wie gesagt, bin ich im echten Leben Studentin, sehr erfolgreich auf Semesterticket, und zwar für Deutsch auf Lehramt. Und im Deutschstudium ist es so, dass man unfassbar viel lesen muss. Das ist okay, das habe ich ja vorher gewusst. Aber es ist meistens so, dass man 3 Bücher lesen muss, bis man das eine Buch, das man eigentlich liest, verstehen kann. Und das ist ein bisschen schade, deshalb lese ich in meiner Freizeit gern Märchen. Das beruhigt mich und da verstehe ich immer alles. Und wenn man es nicht versteht, sind meistens Bilder dabei, die helfen dann. Es gibt aber einen kleinen Fakt beim Froschkönig, den ich nicht verstanden habe. Nämlich in der Originalversion, da küsst die Prinzessin den Frosch nämlich gar nicht, sondern sie schmeißt ihn an die Wand. Und der Frosch verwandelt sich trotzdem in einen wunderschönen Prinzen und die beiden heiraten dann. Und das habe ich als Kind schon nicht verstanden, weil sie hat ihm wehgetan. Und er findet es geil. Deshalb habe ich jetzt eine kleine Vorgeschichte geschrieben, die das für mich sehr logisch gemacht hat. Vielleicht hilft es euch weiter. Einst lebt ein Prinz in einem Schloss und es gefiel ihm dort, bis der König hinaus ihn schmoss aus diesem paradiesischen Ort. Der Grund dafür ist leicht zu nennen. Unser Prinz stand ultra auf SM. Ja. Er wurde also hinausgeschmissen, ganz ohne Hab und Gut. Verschämt ging es ihm arg beschissen, stand er doch nur heimlich drauf, dass man ihn schlug. Doch der König hat ihn erwischt mit einer Dienstmagd gar, die mit dem Besen einen erwischt, bis er fast blutig war. Da stand der Prinz alleine da. Und um ihn noch mehr zu verletzen, ließ der König das ganze gar samt Bild in die Zeitung setzen. Und der Prinz, der floh deshalb aus dem Land. Und er sah bald einen Turm, wo er ein nettes Mädchen fand, das gern Bondage macht und turnt. Doch bei diesem Mädchen blieb er auch nicht lang, denn er hatte ständig ihr Haar im Mund. Denn dieses Girl, das hieß Rapunzel, so nahm der Prinz den ersten Grund, um vor ihr zu fliehen. Weit. Denn er hörte einen Namen und so fühlte er sich nun bereit, um zu Dornröschen zu fahren. Doch er wurde arg enttäuscht, fand Dornen keine Spur, hat sie nicht mal etwas vorgetäuscht, sondern lag da einfach stur, deshalb fuhr er lieber weiter. Denn er hörte da Gesang und er folgte ihm gleich schlicht und er kam bei einem Mädchen einer seiner Dienstmagd, glich mit einem Besen stand sie da. Der Prinz freute sich schon fast, doch sah, als er näher war, da waren Männer. Mit ihm 8. Das war dann selbst ihm zu hart, er ließ Schneewittchen stehen. Da blieb als Lösung nichts mehr, als noch tiefer in den Wald zu gehen und dort fand er ein Haus. Ganz klein, aus Lebkuchengebäck. Das schien ihm ganz knusper nicht zu sein, deshalb blieb er lieber weg, doch plagt ihn bald der Hunger arg, so sehr er sich erwehrte, weshalb er im Dunkeln sich verbarg und sich von Lebkuchen ernährte. Und nach Stunden war er endlich satt, macht ein kleines Päuschen, er fragt von innen eine Stimme platt: Hey, wer knuspert an meinem Häuschen? Der Prinz erschrak bei diesem Satz, hat sich vor Hunger ganz vergessen, hat mit seinem letzten Hab sein Loch in die Wand gefressen. Eine Hexe saß da in dem Haus. Dem Prinz leuchten die Augen. Sie sieht so furchtbar schrecklich aus. Bestimmt wird die mich hauen. Ha! Und er wirft sich vor sie hin. Oh, Hex, befleht er sie. Bestrafe mich, ich nehme es hin. Sperr mich ein, bevor ich fliehe. Und die Hex hat instant sich verliebt in den Mann auf Knien. Sie wollte, dass er sie so gibt, sollte gar nicht fliehen. Wollen. Ha. Und das war nun ihr Plan, deshalb behielt sie unseren Prinzen. Dadurch kettet ihn nicht an. Nein, sie streichelt unseren Prinzen zart, ist nett zu ihm und lieb. Der Prinz doch wird dabei nicht hart, sodass ihm bald nichts anderes blieb, als seinen Fetisch mitzuteilen, lauter als geplant. Da schrie er sie sich gerade vor einen los und schlag mich hart! Die Hexe war davon verwirrt. Ihr kamen fast die Tränen, war sie doch so stark gewillt, nie wieder hart zu quälen. Der Prinz aber, der ärgert sich, war doch nur deshalb da. Er schrie und echauffierte sich, bis er ganz wutrot war, und der Hexe, der wurde das zu viel. Sie weinte furchtbar arg und so sehr der Prinz ihr auch gefiel, sie griff zu ihrem Zauberstab und zitternd stieg sie aus dem Bett. Langsam unter Tränen, das war's, dachte sich die Hex mit nett und schrie, als Frosch will ich dich sehen. Ich verfluche dich, ekelhaftes Schwein. Auf ewig seist du Frosch, auf ewig seist du nun allein. Bist du, was du willst, bekommst. Ja, wer lacht, hat mitdenkt. Auch sie schmiss dann den Prinzen raus, verlor sich in ihrem Ekel, sie vor allen Menschen graust. Stichwort Hans und Gretel. Ein Fröschlein steht im Wald, er ganz still und stumm. Da kommt ihm der Gedanke, er bringt sich um. So hat er sich's nicht vorgestellt, es ekelt sich der Rest der Welt. Ein Fröschlein steht im Wald, er ganz still und stumm. Ja. Auch er fand Frösche ekelhaft. So würde das nicht klappen. Er fühlte sich so nass und schlaff wie ein alter Lappen. Er gab schon auf, dass das wird. So schlecht ging's ihm noch nie. Er hat es so gern masturbiert, er wusste als Frosch nicht wie.
In Bio hat er stets gefehlt, was ihr als Prinz gut ging. Er wusste nicht, wie ein Frosch so lebt, weshalb er ziemlich an den Seilen hing. So fing sein neues Leben an. Er wollte am liebsten sich vermummen und verschanzte sich in seiner Scham in einem alten Brunnen. Ja, und da blieb er dann. Und er mit sich selber sich vergnügte, bis eine Prinzessin kam, die Kugelstoßen übte. Und den Rest, den kennt ihr ja bereits aus dem Märchen Grimm, kann sein, doch während des letzten großen Streits, da steigen wir wieder ein. Die Prinzessin schreit ihn an, geh weg, du Ekelus! Der Prinz ergötzte sich daran, die Lust, sie wurde groß. Je mehr unsere Prinzessin schreit, desto mehr freut sich der Frosch. Er war dann auch schon fast so weit, der Wurmprinzessin schroff. Sie schmeißt ihn aus Ekel an die Wand, auf dass sie ihn losbekommt. Was Prinzessin dabei ja nicht ahnt, ist, dass der Prinz dabei gleich kommt. Und da geschieht der Zauber noch einmal, er verwandelt sich zurück. Doch klären wir ein andermal, ob das für Prinzesschen Pech oder Glück. Dankeschön. Yeah.